Hey da, Waldfried! Hast du einen angenehmen Tag? Das ist ganz offensichtlich ein Versuch, sarkastisch zu sein. Ach komm, so schlimm ist es auch wieder nicht. Findest du? Hast nicht mitbekommen, was König Stefan wieder für Verordnungen erlassen hatte? Jetzt ist er der Meinung, dass alles irgendwo einen Platz in der Wirklichkeit haben sollte. Deswegen hat er den Bau eines Lagerhauses für Zukunftsschweinefleisch veranlasst. Also für mögliches Schweinefleisch, das noch nicht existiert. Aber wie kann man mit etwas imaginären Handel betreiben? Da fragst du... Hey, Moment! Da kommt ja der Karrenmann! Was denn? Ist denn schon wieder Sperrmüll? Holt eure Toten hervor! Holt eure Toten hervor! Exklusiver Jenseits-Service! Wir garantieren, dass die Toten weit gebracht werden! Denn in der Ferne gefällt es ihnen so sehr, dass sie nie wieder zurückkehren wollen! Es hat sich zumindest noch nie jemand beschwert. Oh, reizend! Ein Karren voller Leichen! Hey, Sammler! Mach die Mücke! Du bist viel zu früh unterwegs! Man kann nie früh genug anfangen! Und ihr scheint etwas gereizt zu sein. Willst du nicht auf den Karren Platz nehmen? Vielleicht kratzt ihr unterwegs ab und ersparst uns viel Mühe. Nein, danke. Ich vermeide es lieber, mich auf einen Kadaverhaufen zu setzen. Dann zieh ich mal von dannen. Schließlich wollen wir bald expandieren und unter anderem auch Fernreisen anbieten. Was? Was? Urlaub im Ausland? Für Tote? Man muss eben expandieren! So funktioniert die Wirtschaft! Man lernt jeden Tag etwas Neues. Und willkommen zurück zu Die Säulen der Erde. Und Eike ist auch mit dabei. Hallo, Eike. Ja. Ja. Eike ist ein wenig knatschig. Er hat noch nicht gegessen. Ja, ja. Genau. Das ist Mitternacht am Montag. Ja, das heißt, wir müssen... Müssen wir jetzt einblenden, Eike? Okay, blenden wir sie jetzt einfach ein. Auf die Plätze, fertig, los, Eike. 1, 2, 3. So, und wieder raus. Ha, ja, das ist die Magie des Videoschnitts. Ja, ja, dafür hat es sich gelohnt. Denn dafür stehe ich mit meinem Namen. Ja, okay, nein, über Tote macht man sich nicht lustig. Ich glaube, der ist tot, oder, Eike? Ich glaube, der ist doch, glaube ich, tot, oder? Wer denn? Dafür stehe ich mit meinem Namen. Du weißt schon. Klaus Hipp, der lebt immer noch. Der sieht doch aus wie vor 30 Jahren. Echt? Der lebt immer noch? Boah, der muss doch schon tot. Der sieht doch noch genauso aus wie jetzt. Er ist wie damals, weißt du? Als ich ein Baby war. Ach so, du meinst wie damals, als die Werbung gemacht hat. Pff, wie alt ist denn der dann? Der muss ja schon 100 sein. Naja, nicht 100, aber der muss doch schon um die 80 sein oder 90. Der ist so an die 700 Jahre alt. Das liegt wahrscheinlich an Kindernahrung. Hm. No. Genau. Jetzt haben wir sein Geheimnis erkannt. Ja, ja. Oder er schläft nachts in ein Glas voll... Na, egal. Gut, ja, also zurück zum Spiel. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, genau. Ach ja, wir sind immer noch Aliena. Und unser Bruder Richard ist so ein bisschen so im Trotzkind-Modus. Weißt du es doch, Eike? Weil er ein Arschloch ist. Ja. Und ihn hassen. Ja, das auch. Ich hab jetzt einen Bart, ich bin jetzt ein anerkannter Ritter. Nye, nye, nye. Aber keiner, ihr wollt mir nicht, ihr sagt mir wieder, ihr sagt, ich bin nicht vertrauenswürdig. Nein, ich darf nicht Graf werden. Nye, 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 nye. Und deswegen streitet er sich gerade mit seinen Schildknappen. Wie sagt man das? Wie heißt denn das, Eike? Sein Ritterbruder. Sein Ritterbruder, genau. In der Kneipe, ja. Genau. Aber wir können das jetzt beenden, indem wir ihm einfach das Geld geben, was wir gesammelt haben, auf den Markt. Aber nee, mach ich nicht. Ich schieb den jetzt nicht einfach mein Geld wieder in den Rachen oder in den Pöter, damit er es dann wieder versaufen kann oder sich irgendeine dicke, fette Rüstung dafür kaufen kann. Damit er dann denkt so, hey, guck mal, ich habe jetzt voll die fette Rüstung, ich bin jetzt voll der Ritter. Nicht wahr, Eike? Ja, echt so. Kaufkind. Solche Leute gibt es bestimmt auch auf dem Mittelaltermarkt, nicht wahr? Kennst du ja. Guck mal, ich hab voll die dicke Rüstung, ich bin voll der gute Schwertkämpfer, oder? Ja, wir damals von der Heimgang Hamburg haben diejenigen dann richtig auf die Bretter gelegt. Hast du dann ein Schild in die Fresse geschmissen, ne? Hm, den genau. Schild. Den Schild, das Schild, den Schild, genau, in die Fresse geschmissen, ne? Ist das regelkonform? Alles, was du brauchst, um zu überleben. Ja. Und in meinem Fall war es, einem den Schild in die Schnauze zu schmeißen. Ja, das ist, Und dann kam ich mit der Klinge hinterher. Aber natürlich noch nicht in der Realität, weil das wäre dann ziemlich ein Hardcore-Mittelaltermarkt.
Wir haben auch mit scharfen Waffen gekämpft, jetzt schon. Echt? Aber wahrscheinlich nicht, nicht realistisch. Das wäre ein bisschen extrem gewesen, wahrscheinlich, ne? Ich glaube, eine Krankenversicherung bezahlt das nicht. Ja. So, okay. Es ist meistens in der Schlägerei geendet, aber das war schon ernst. Mauern in der Ferne. Was ist das? Können wir da hingehen? Oh, können wir sogar. Cool. Ah, ich gucke es mal aus. Ich habe ja vorher gespeichert. Kann ja nicht schief gehen. Die Reste von Wallerans Burg. Wallerin? Wallerin? Eike? War Wallerin nicht bin der... Wallerin. Wallerin? War das nicht der... War das nicht der Bischof, der uns verarschen wollte? Du weißt schon. Bigot? Wallerin Bigot? War das nicht der? Ja, der Bigotte. Ja. Der ist Bischof, stimmt. Ja. Ach so, der konnte sie gar nicht fertig bauen. Okay, da hat er wohl sich ein bisschen verrechnet. Ich habe dort nichts zu schaffen. Genau, gehen wir wieder zurück. Stimmt, in der letzten Folge haben wir den Mädchen hier das Stück Brot mit brauner Soße gegeben. Was uns ja der Wirt gegeben hat in der Kneipe. Und jetzt müssen wir herausfinden, eine Möglichkeit herauszufinden, wie wir die beiden dazu bringen, sie ihren Streit zu schlichten, ohne dass wir jetzt eben hier unser Geld an den verschachern. Tja, deswegen werden wir jetzt durch die Stadt ziehen und die Leute fragen. Warum mache ich das jetzt extra lange? Ganz einfach. Das Spiel ist ja bald vorbei und ich habe so ein bisschen Wehklagen, Eike. Ist das der richtige Begriff? Du weißt, was ich meine. Ist ein bisschen. Wir haben das jetzt schon so lange gespielt, dieses Pillars-Ding hier, dass ich schon so ein bisschen wehmütig werde, wenn ich daran denke, dass das bald vorbei ist. Ich habe mich schon so dran gewöhnt. So, fragen wir mal das Kind. Das ist einfacher Content. Ja, und wir haben ja gesehen in den letzten Folgen oder generell in den Let's Play, dass die Entscheidungsfreiheit ja eh so ein bisschen beschränkt ist, nicht wahr? Ja, aber dafür gibt es demnächst Hellblades hier nur als Schicksal. Sicher? Na, ich weiß nicht, ist das nicht ein bisschen düster oder tief? Deswegen machen wir uns doch mal lustig, weil die Leute denken, dass das edgy sein was Cooles. Und dann kriegen wir dann auf den Deckel, weil die Leute denken, wir machen uns lustig über Psychic Disorders. Darum geht's ja in dem Spiel. Weißt ja. Was? Psychic Disorders. Du weißt schon, psychische Probleme. Sag doch einfach psychische Behinderungen. Ja, das auch. Geht's, ist ja eine der Selling Points von Senua's, was war es nochmal der Untertitel? Hellblade? Ach, du weißt schon. Eike. Ich glaube, jeder, der depressiv ist, wird schon verstehen, dass das alles nicht ernst gemeint ist und dass das einfach nur um das Medium des Spiels geht und nicht um die Krankheiten, die dort behandelt werden oder einfach angeschnitten werden. Angeschnitten? Kann man sehen, wie man will, aber es ist schon sehr düster. Ja, das kann man sagen. Es ist nicht gerade ein Happy-Spiel. Es ist irgendwie die Untertreibung des Jahrzehnts, zu sagen, dass Hellblade kein Happy-Spiel ist. Wie würdest du einen Streit schlichten? Also, ich laufe immer weg. Oh, aber die beiden sind eigentlich Freunde. Weglaufen hilft da nicht. Dann lass sie ein Spiel spielen und der Gewinner kriegt recht. Ah, gute Idee. Yeah, gutes Kind. Vielleicht hilft ein Spiel, sie erst sich wieder vertragen. Yeah. Genau, jetzt müssen wir ein, müssen wir ein Spiel mit euch beiden spielen. Ich will ein Spiel und dann machen die beiden den Bart auf. Genau. Und dann machen sie dann auf, an der Heizung festgekettet. Und dann so, ah. Eigentlich solltest du dir mit der Säge die Kette durchsägen, aber ja. Nicht wahr, Eike? Au, 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 au. Dann kommt er da rein und sagt, was? Ach, nichts. Das war alles so geplant. Ja, genau. Ach, stimmt. Ja, wir müssen jetzt aber... Wen können wir ja noch hier fragen? Hallo, Schmied. Könnten wir uns später übers Geschäft unterhalten? Ah, Lady Aliena. Mit euch immer. Ich hörte, die Geschäfte gehen schlecht. Das gilt nicht für mich. Viele Ritter benötigen meine Dienste. Seine Männer haben hier ganz schön aufgeräumt. Mir passt es sehr, dass der Graf die Straßen von Pack gesäubert hat. Und Leute, die sich über Löhne und Preise beschweren, waren nie meine Kunden oder Freunde. Ja, in Kriegszeiten hat man bestimmt gut verdient als Schmied. Was sagt ihr vielleicht dazu was? Nein, das ist nicht die Art Spiel, die das Mädchen meinte. Genau, ich glaube, der kennt nur das Spiel Hammer, ne? Wie ging nochmal das Meme, Eike, mit den Schmied aus Dark Souls? Du weißt schon. It's over 9000! Ne? This is a Super Saiyan. This is a Super Saiyan beyond a Super Saiyan. Ah,
This is you. If you go genau. Even further beyond. Ich glaube, wenn jemand so schnell auf den Amboss einschlagen würde, wäre Amboss am Ende nur noch, ich glaube, da würde der Amboss nach kurzer Zeit, glaube ich, nur noch aus Partikeln bestehen. Ja, Brotverkäufer, Mönche, flammische Händler. Ja, die waren ja so nett und haben dir ja geholfen. St. Georg. Das ist, glaube ich, echt. Chiron gibt's, glaube ich, wirklich. Kingspring ist fiktiv. Hast du Interesse an etwas Pferdebrot? Was? Ist das die einzige Art Brot, die du hast? Das ist die einzige, die noch nicht grün ist, denke ich. Wenn du grünes Brot verkaufst, werden deine Kunden krank. Und das wird dir nur Ärger machen. Was? Warte. Gehörst du zum Vogt? Nein, keine Sorge. Was zur Hölle ist Pferdebrot, Eike? Hast du eine Ahnung? Ach, das ist eine Umschreibung für Pferdeäpfel, meinst du? Nein, aber es ist wirklich eklig. Was soll das sein? Pferdefleisch gestrecktes Brot oder was? Oh, nein. Erkläre es. Geh selber nachgucken, ich sag dir das nicht. Okay, Leute, guckt selber nach. Ich dachte immer, Vogt Justus sei ein fauler Kerl. Aber jeder scheint vor ihm Angst zu haben. Nicht vor ihm. Vor dem Grafen. Gestern wurde ein Freund von mir getötet, weil er ohne Genehmigung Korn gemahlen hat. Verschüttet unter den Trümmern seiner Mühle. Was? So ein... Ja, wie kann er nur? Solltest du nicht frisches Brot verkaufen? Tja, wenn ich es mir leisten könnte. Wenn man Korn von außerhalb herbringt, muss man heutzutage Steuern zahlen. Naja. Die Mühle meines Freundes war ein Segen. Manchmal nahm er nicht mal Geld dafür, wenn man sie benutzt hat. Und deshalb hat man ihn umgebracht. Und ich kann mir die Mühlen des Grafen hier in der Stadt nicht leisten. Ja, so funktioniert Marktwirtschaft im Mittelalter, ne? Für alles bezahlen müssen. Das geht. Ja. Denn die Leute in den Burgen, die haben die Oberhand. Beziehungsweise die stehen ja über den Ding, nicht wahr? Was denkt der Graf sich dabei? Warum schadet er dem Handel in der Stadt? Ich weiß es nicht. Besser, man stellt keine Fragen. Weil die Leute Geld geben müssen für jeden Quatsch. Anscheinend. Ja. Und einfach nur zwei Steine nehmen und da Korn mit zwischenzermalen ist ja auch nicht das Wahre. Keine Spiele hier. Ja. Oh, das haben wir jetzt auch komplett ausgefragt. Warte mal. Was passiert eigentlich, wenn wir alle Leute komplett ausfragen? Nee, das machen wir nicht, Eike, oder? Nein. Nee, das machen wir. Das könnt ihr ja selbst machen. Könnt ihr herausfinden, ob das, was die Leute noch sagen würden. Vielleicht sollte ich anfangen zu malen. Was würde dein erstes Meisterwerk zeigen? Ich würde sagen, Früchte und dekorative Objekte auf einem Tischtuch aus Damast. Oh. Zumindest könntest du dir dafür so viel Zeit nehmen, wie du willst. Obst verfault nicht so schnell. Ich stelle mir gerade vor, dass der Typ immer so macht mit seiner Hand, ne? Ah ja. Anscheinend sind flämische. Macht er Jugendfinger? Was meinst du nach oben? So, Finger nach oben. So. Die Hände reiben. Nein, das ist was anderes, Eike, was du meinst. Das kam erst ein paar hundert Jahre später. Wobei, nee, eigentlich hatten sie, eigentlich hatten es die Juden. Das nennen wir in der Synagoge so, deswegen. Ja, weil, na gut, eigentlich hatten es die Juden ja schon. Dass Leute jetzt irgendwie neu dazugekommen sind und nicht wissen, dass ich Jude bin. Ich bin ja, Jude. Ja, weil die Leute hatten es im Mittelalter, als die Juden ja eh schon schlecht, nicht wahr? Die Ghettos, nicht wahr? Wenn mal wieder irgendwas ist, wie zum Beispiel ein Kind wird vermisst oder irgendeine Seuche oder was, irgendeine Krankheit, nicht wahr? Dann gibt es dann wieder mal ein schönes Prognom. Prochrom, genau. Was haben die vielleicht was zu erzählen? Vielleicht könnte ich meine Bilder auf dem Markt verkaufen. Du hast dein erstes noch nicht gemalt und denkst schon ans Verkaufen? Haben die vielleicht was dabei? Nein, das ist nicht die Art Spiel, die das Mädchen meinte. Na, dann fragen wir einfach die Mönche. Entschuldigt, könnt ihr mir sagen, was mit Chiron geschehen ist? Ich weiß, dass wir unter dem Krieg leiden. Aber die Stadt ist mir nie so trostlos vorgekommen. Wir sind halt England. Ach, was wissen wir schon? Wir sind nur Pilger auf der Suche nach Gottes Wundern. Und einem Heiligen, der meinen Fuß heilen soll. Und meine Augen. Aber in Chiron scheint es heutzutage keine Wunder zu geben. Es heißt, der Graf bestraft sein Volk zur eigenen Unterhaltung. Ja, sowas habe ich auch gehört. Ah, quasi mittelalterliches Kolosseum. Wobei diese Sache mit Kolosseum von wegen Daumen runter ist ja auch unterstritten, nicht wahr, Eike? Ne? Und wegen hier, Cäsar, dir Todgeweihten, wir grüßen, die Todgereisten grüßen dich, nicht wahr? Ist ja auch so umstritten, von wegen hier, Kampf bis zum Tod. Das war eigentlich, glaube ich, die Ausnahme. Wie ist es auf Latein? Oh, scheiße, ich weiß es nicht mehr. Weißt Ave Cäsar, morituri de salutant. Salutant, ah, ja, stimmt.
Mori. Mori. Genau, tot. Die Toten. Ah. Mori. Das heißt doch, warum Kogoro Mori so heißt, wie er heißt. Ach, da ist es von abgeleitet. Wie geht es denn mit eurer Pilgerfahrt voran? Immer einen Schritt weiter. Und manchmal einen zurück. Wegen meines Fußes. So kommt man auch voran. Ja, dann fragen wir sie doch einmal nach dem Spiel. Habt ihr irgendwelche Spiele dabei? Wir haben ein Damespiel aus Frankreich bei uns. Oh, könnte ich es ausleihen? Wenn ihr es vor dem Abend zurückbringt, sehe ich kein Problem darin. Selbstverständlich. Yeah! Vier, das ist ein französisches Brettspiel. Richard kann es nicht als Ursache spielt. My finger was crossed the entire time. Genau. Geleihen? Haha, ich bring's gar nicht mehr zurück. Ich verscherbe es auf eBay. Also diesen eBay hier. Nee, den einfach nur Bay, genau, den Marktplatz. Ja, gut. Jetzt haben wir ein Brettspiel, mit dem wir die beiden jetzt eigentlich dazu bringen können, aufzuhören. Bay ist ein Hafen. Ein Hafen. Stimmt. Michael Bay. Genau. Michael ja, Hafen. Genau. Ja, ja, die, wie heißt das? Die Resident Evil-Reihe, die wurde ja bayifiziert, glaube ich, über die Jahre. Deswegen ging es immer mehr in Richtung Action. Ja, ja. Obwohl, da hatten wahrscheinlich auch die Filme einen kleinen Ausschnitt, Auswirkung drauf. Und Call of Duty wahrscheinlich auch. Na gut. Aber Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge von Die Säulen der Erde. Ja, schräg, Pillars of the Earth. Eike ist auch mit dabei, nicht wahr? Ja. Ja. Und Leider. Ja, ja. Und dann, ich glaube, dann geht es dann weiter in das nächste Kapitel. Genau. Nein. Doch. Oh. Oh. Ja, gut. Also Leute, bis dann. Ciao. Sag tschüss. Tschüss. Genau. Yes.